1B in Berlin im Schwarz. Ja, ich bin der Philipp und ich gehe genauso in die 1B. Wir haben eine sehr coole Klasse und auch ganz coole Fächer. Aber was wir da in der Schule lernen, da schlafe ich einfach nur ein. So einfache Sachen. Deswegen haben wir uns dazu entschieden, unseren eigenen Unterricht zu machen. Was war gestern eigentlich schon wieder in Deutsch los? Keine Ahnung. Der bringt uns Sachen bei. Satzglieder, Subjekt, Prädikat, alles Kindergartenprogramm. Oder in Mathe gestern. Ich meine jetzt wirklich der Zahlenstrahl. Das haben wir in der Volksschule gelernt. Und dann wundern sie sich, wenn man nicht mit da. Aber echt, wir müssen jetzt mal mit denen reden, so groß nicht weitergehen. Jetzt muss ich eh schon 6 Stunden da drinnen hocken, dann will ich wenigstens was Gescheites lernen. Oh, für deine Zeitverschwendung. Emilia, du bist Klassensprecherin, du einmal. Ja, aber was wollen wir denn lernen? Ja, was Gescheites halt. Wie zum Beispiel Differentialrechnungen. Oder organische Chemie. Ja. Oder Medievistik war cool. Das war cool. Oder zum Beispiel BWL, wo man lernt, wie man Abschreibungen macht. Ja, genau. Aber da haben unsere Professoren ja wahrscheinlich eh keine Ahnung. Nein, sicher nicht. In Deutsch zum Beispiel, oder? Möchte immer auch klare Sprachen haben. Aber selber haut der Orbleonasmus nach dem anderen aus. Na, aber echt, so kann es nicht weitergehen. Ich fühle mich wie in der Puppenecke. Ja, ich ja. Nein, Leute, jetzt warten Sie mal bitte. Stellt euch vor, wenn ihr das wissen, dann haben wir aber keine Freizeit mehr. Oh. Wir haben eh schon so viel Hausübung auf. Die brauchen das gar nicht wissen, was wir drauf haben. Die checken es eh nicht. Ja, Leute, das machen wir jetzt ganz anders. Wir treffen uns immer nach der Schule. Hier. Und dann machen wir unseren eigenen Unterricht. Ja. Dann wird gepaukt. Das so hier. Genau. Ja. Gut geredet. Das ist geil. Und nachher halt am nächsten Tag wieder das Guten Morgen. Ist gut. Das checken wir hier. Und dann sollen sie von mir aus Zahlenstrahlen und den ganzen anderen Scheiß machen. Das haben wir beide schon im Kindergarten gelernt. Ja, wirklich. So machen wir das jetzt und dann geht einmal was weiter. Dann haben wir uns beschäftigt mit zum Beispiel partieller Integration. Das Schöne ist, wenn ihr ein Integral berechnet habt, kann man es ganz leicht überprüfen, weil Differenzieren ist ja einfach. Man muss das nur nach x differenzieren, dann steht am Ende wieder der Integrant da. Das ganze Integral ist nichts anderes als f mal g minus Integral von f mal g strich dx. Natürlich beschäftigen wir uns auch mit wichtiger deutscher Literatur. Es war gut, wenn wir heute alle Narziss und Goldmund fertig gelesen hatten, weil um die zwei Hauptcharaktere geht's heute. Wer würde dazu schon mal was sagen? Emilia, bitte. Also, der Narziss ist definitiv der Psychoanalytiker. Sein Verhalten ist eher rational und er hat eine sehr wichtige Rolle im Leben von Goldmund. Hast du recht? Ina? Aber der Goldmund ist das komplette Gegenteil von Narziss. Er ist ein Träumer und der Goldmund sieht den Narziss ein richtiges Idealbild. Danke für euer Input und bis morgen schreibst du bitte Interpretation und das vergleichen wir dann. Die, was da jetzt da oben steht, ist kein Sinus oder Cosinus, sondern ist in ihrer komplexen Ebene ein Zeiger, der sich dreht. Und die Frequenz, mit der sie sich dreht, wird durch die Wellenlänge und die Kreisfrequenz bestimmt, oder? Ja. Und die Projektion auf die Achse nach unten sind dann die Sinusse und die Cosinusse. Mir ist da was aufgefallen. Du hast da Boni als Plural vom Bonus geschrieben und wir wissen ja schon, dass es im deutschen Plural Endung ja KI gibt. Und ich habe jetzt auch noch mit dem Kluge nachgeschaut und da ist jetzt auch keine Entlehnung. Okay, dann müsste es eigentlich als Bonusse. Es klingt richtig komisch, aber es ist richtig. Aber mein absolutes Lieblingsfach ist Latein. Ich verstehe nicht, wieso wir das in der ersten Klasse noch nicht haben. Hedui legatus ad Caesarem mitunt rogatum auxilium. Irgendwie kann ich das Rogatum gerade nicht so richtig einordnen. Was ein Subinum 1 ist. Subina sind Kasus von abstrakten Verbalsubstantiven mit der Endung tus oder sus nach der vierten Deklination. Ah, also Deklination und nicht Konjugation, weil sie im substantivierten Infinitiv ähnlich schauen. Da musst du aber aufpassen, weil Subinum leitet sich vom griechischen Hyption her. Das bedeutet in etwa zurückgebogen. Deswegen hat er nun das Subinum 2 am passivischen Charakter. Also im Aktiv zu übersetzen, die Hedua schicken Gesandte zu Caesar mit der Bitte um Hilfe. Genau. Ja, so schaut das bei uns aus. Er kommt! Wunderschönen guten Morgen. Wir beschäftigen uns heute mit Satzgliedern.
Natürlich dürfen die Lehrer nicht wissen, was wir drauf haben, also... Irgendwie kann ich das Rogatum gar nicht einordnen. Weil es Subino 1 ist. Subina sind Kasus von Ak... Scheiße. Aber da musst du aufpassen. Subinum bedeutet. Nein. Oder zum Beispiel BWL, wo wir dann mal aufschreiben müssen. Entschuldigung. Danke für euer Input. Und bis morgen schreibst du deine Interpretation. Und das. Was ist das für Schwarzwort? Halleluja. Das bedeutet in etwa zurückgebogen. Deswegen. Mein Gott, was hab ich denn jetzt? Es war gut, wenn wir heute alle Narziss und Goldmund fertig gelesen hatten, weil um die zwei Goldcharaktere.